Heute werfen wir alles aufs Blech. Einen gefüllten Kürbis. Blumenkohl und Brokkoli. Lammkeule mit Zwiebeln und Kartoffeln. Und zum Schluss gibt's sogar noch einen Apfelkuchen. Und zwar einen ganz besonderen. Seien Sie gespannt. Kommen Sie mit. Come on, come on, good food. Das Backblech ist heute unser wichtigstes Utensil. Ja, da kommt gleich ein Kürbis drauf. Den wollen wir füllen. Und das ist ein ideales Essen. Sie haben bitte ein bisschen was zu tun und dann kommt er in den Ofen und Sie können sich Gästen widmen, Wohnung putzen. Wohnung oder schmücken, sich selber schmücken. Und du bist jetzt so lieb und haust hier oben einen Deckel ab. Jawohl. Und schneidest hier unten eine kleine Fläche, damit er steht. Da brauche ich ein großes Messer. Und gewürzt wird, wir machen natürlich wieder eine Würzmischung, weil ich ja die Würzmischung lieber selber mache, als sie fertig zu kaufen. Stimmt. Dafür nehme ich Pfeffer in eine blanke Pfanne. Einen ganzen Teelöffel voll, einen halben Teelöffel Piment, Senfsaat, Matzis und ein bis zwei Chilischoten, je nachdem, wie Sie Schärfe mögen. Die Kerne raus, weil in den Kernen steckt ja kein Aroma, sondern nur Schärfe. Und Schärfe ohne Aroma ist langweilig. Das wird jetzt geröstet. Und zwar so, bis es anfängt zu duften und die Körner zu springen beginnen. So, du kriegst hier schon mal die ersten Teile. Warte. Und hier ist jetzt ganz viel. Deswegen nenne ich dieses Rezept auch Kürbis im Kürbis. Weil das Fleisch, was wir jetzt hier dabei rausholen, das wird natürlich fein gehackt und mitverwendet. Es muss also wirklich nur das Wattige und nur die Kerne rausgeholt werden. Wir haben jetzt einen Hokkaido-Kürbis genommen, der nämlich deswegen so praktisch ist, weil man muss die Schale nicht entfernen. Die kann man praktisch mitessen. Die Gewürzkörner werden am besten im Mixer fein gemixt, denn es soll wirklich ein Pulver werden. Und wenn sie schon mal so angefangen haben, klein zu werden, kommt Salz hinzu, ein Esslöffel und ein halber Teelöffel Zucker. So, jetzt bin ich zufrieden. Weiter brauchen wir für die Füllung. Haben wir hier schon. Hergerichtet. Brot, das ist dieses wunderbare Brot vom Italiener aus Hartweizen. Und ruhig die Rinde dran lassen, weil die bringt ja auch nochmal Geschmack. Das Brot ist vom Vortag, das muss nicht frisch sein, sonst löst es sich gleich auf. Und wir haben ja immer wieder Rezepte, in denen altbackenes Brot eine Rolle spielt. Früher hat man Brot sehr gerne alt verwendet. Vor allem hat man ja auch nur seltener gebacken als heute, also nicht jeden Tag frisch. Dafür muss aber das Brot gut sein. Das heißt, der Teig muss eine lange Gärführung haben, dass der Kleber voll erschlossen ist. Und das ist nicht ohne weiteres möglich. Dann habe ich außerdem einen sehr köstlichen Bergkäse, einen relativ jungen, also der muss jetzt nicht gut gereift sein. Da muss man dann dünn die Rinde abschneiden. Und ich habe das Innere vom Kürbis ein bisschen gesalzen, Brotscheiben rein, es kommt Käse rein. Und nun kommt eine Mischung aus Frühlingszwiebeln und Petersilie. Der Käse wird erstmal gewürzt mit ein bisschen von unserer Würzmischung. Das nehme ich mir mal drüber. Dann kommt ein bisschen von dem kleinen gewürfelten Kürbis. Deswegen heißt das Rezept Kürbis im Kürbis. Also Frühlingszwiebeln klein schneiden und Petersilie fein hacken. Und dann abwechselnd mit diesen Zutaten einschichten. Ja, da kannst du jetzt schon mal anfangen. Und zwar fangen wir an mit Sahne und dann spülen wir es mit Brühe runter. Wunderbar. Gebt noch gerade mal ein bisschen Gewürzmischung drauf. Sieht doch super aus, oder? Und ich sage Ihnen, die Gäste werden staunen, wenn sie dieses Teil zu Tisch bringen und den Deckel heben. Schön, Deckel drauf. Perfekt. Dann kommt es aufs Blech. Man braucht nicht mal eine Stütze, weil er steht jetzt wirklich perfekt. Und dann kommt es in den Backofen. Der ist vorgeheizt auf 180 Grad Heißluft. Ach, da muss man das. Und die Heißluft ist in diesem Fall auch nötig.
weil die dafür sorgt, dass die Schale fest wird. Und das brauchen wir, weil wir wollen ihn ja nachher von innen her aushöhlen. Ungefähr 1,5 bis 2 Stunden, je nach Größe des Kürbis. Na, sieht er nicht toll aus? Also ist doch ein Prachtstück. Und wenn Sie dann vor den Gästen den Deckel lüften und einfach nur so beiseite legen, dann staunen alle, garantiert. Jetzt nimmt man immer ein bisschen vom Kürbis, den Rand möglichst unbeschädigt lassen und von der Füllung rausstechen. Mmh. So. Sieht gewaltige Fäden. Ja, klar. Das ist der Käse da drin. So. Und dazu gehört natürlich ein Salat, das ist ja klar. Das kann im Winter Feldsalat sein oder Endiviensalat. Auf jeden Fall, für mich jedenfalls, mit genügend Essig und Ölsoße angemacht. Ganz viele Vinaigrette. Damit man sich ein bisschen davon auf diesen heißen Kürbis träufeln kann. Das ist eine interessante Note. Und was hast du uns zum Trinken vorgesehen? Ja, da habe ich was eingeschenkt, was ein bisschen unüblich ist. Man könnte hierzu natürlich ein Spätburgunder, ein Zweigel. Und dieses hier ist... Was ist das? Ja, das ist ein deutscher Merlot. Also toll finde ich diese Frucht. Und zusammen zu dem Kürbis, das finde ich sensationell. Das muss ich sofort probieren. Ich nehme mir einfach mal so ein Stückchen raus. Was auch ganz toll vom Blech schmeckt, ist Blumenkohl. Also den braucht man gar nicht blanchieren oder irgendwie zu kochen, sondern die Röschen auf mundgerechte Bissen zerlegen und dann nebeneinander auf dem Backblech ausbreiten. Und nachher kommt eine Soße drüber, für die brauchen wir getrocknete, eingeweichte Tomaten. Habe ich hier 12 Stück. Kochendes Wasser drauf und eine Zeit lang ziehen lassen. In der Zwischenzeit kann ich Schalotten schneiden, die brauchen wir. Das sind hier diese köstlichen lila Schalotten, die schmecken am allerbesten. Und die Stiele von dem Blumenkohl, die sind übrigens kein Abfall. Es kann nur sein, dass dieser Strunk in der Mitte, dass man den schälen muss, weil die hier so harte Fasern haben können. Aber wenn man die entfernt, schmeckt es nach Blumenkohl und hat einen schönen Biss. Und nun gibt es ja Blumenkohl in tollen Farben, in leuchtendem Grün, in Lila, in Gelb. Also da hat man schon die dollsten Farben rausgezüchtet. Und wenn man die miteinander mischt auf dem Blech, dann ist das ganz toll. Ich habe nur leider, muss ich gestehen, gerade keine bekommen, sondern nur eben Brokkoli, aber den kann man ebenso gut verwenden. Naja, also diese bunten Blumenkohle, die gibt es natürlich nicht überall, die sind ein bisschen eine Rarität. Da braucht man aber nicht zu glauben, dass das Neuzüchtungen sind. Die wurden alle schon in der Renaissance gezüchtet, weil da hat man ja auf buntes Gemüse und schönes Gemüse besonderen Wert gelegt. Hübsch ist auch der Türmchenkohl oder Romesco, wie er heißt, der diese Spitzenröschen hat. Das sieht hübsch aus und der hat auch ein bisschen anderen Biss als der Brokkoli, der ja relativ zart ist. Dann brauche ich mein großes Messer, um die Knoblauchzehen zu behacken. Eigentlich schreibt das Rezept vor 6 Zehen, aber die sind nun schon so groß, da glaube ich genügen 4. Also wenn man einfach so drauf haut, kann man die hier rauspellen und nachher ein bisschen hacken und schon ist die Sache erledigt. Und dann natürlich noch ein bisschen Pfeffer. Und die andere Würze, weil zusätzliche Würze, die kommt dann später mit der Marinade. Dann brauchen wir noch ein bisschen Olivenöl. Und dann wird es mit den Händen umgewendet, damit alle Teilchen von einem Ölfilm überzogen werden. So, und dann kann es in den Ofen. Den habe ich vorgeheizt auf 200 Grad Heißluft. Der braucht viel Hitze, der Blumenkohl. Und dann geht es auch recht schnell. Das ist in 5 bis 8 Minuten sind die gar. Ja, dann machen wir mit der Soße hier weiter. Jetzt habe ich den Knoblauch gehackt. Und jetzt müssen wir die Tomaten rausholen. Und einfach fein hacken. Also in die Größe etwa von den Zwiebeln. Schalotten. Von den jetzt Schalotten, werde ich mal in dieser Pfanne Pinienkerne, wie viel hast du das? Das sind 100 Gramm. 100? Und die werden im eigenen Fett, also kein zusätzliches Fett reintun in die Pfanne, sondern im eigenen Fett rösten. Was wir auch brauchen, ist Anchovis oder Sardellenfilets.
Bitte kaufen Sie die in Olivenöl eingelegten, denn das ist die beste Qualität. Das Öl ist relativ teuer, viel teurer als Sonnenblumen oder anderes Pflanzenöl. Deswegen macht man das mit den besten aller Anchovies. Die werden nachher dem Ganzen einen meereswürzigen Duft geben. So. Die Oliven, geben wir sie ganz dazu oder schneiden wir sie auch klein? Die würde ich ein bisschen klein schneiden, die sind schon entsteigend. Dieses sind die typischen Tajasca aus Ligurien. Die schmecken besonders gut, sind sehr zart und werden violettgrün bis violett geerntet. Mit den Pinienkernen werden jetzt die Schalotten ein bisschen angedünstet. Und dann geben wir alles andere auch dazu, also auch den Knoblauch und die Anchovies vor allen Dingen. Na, den Knoblauch, den kriegst du jetzt gleich. Und jetzt brauchen wir doch noch einen zusätzlichen kleinen Löffel Olivenöl. Also ich sehe schon, ich hab's schon in der Nase, wie köstlich das duftet. Auch hier kommt ein bisschen Pfeffer dazu. So. Jetzt kannst du die Tomaten bitte dazugeben. Und wir benetzen das dann nochmal mit ein bisschen Einweichwasser. Und dann hole ich eine größere Schüssel, in der wir das umwenden können. Und jetzt können wir das nämlich alles hier drin vermischen, zusammen mit den Oliven, mit Zitronensaft, ganz viel Zitronensaft und mit fein gehackter Petersilie. So, die wälzen wir erstmal ein bisschen. So, jetzt haben wir nämlich hier alles drin. Dann werden sie halbiert. Und jetzt kommt noch die Petersilie dran. So. So, jetzt lassen wir es erstmal gut sein. Wie und ein bisschen kommt. Zitronenschale, haben wir das auch? Willst du es abreiben? Ja, genau, reibe ich auch gerne ab. So. Und jetzt kommt noch ein bisschen Olivenöl dran. Und dann haben wir eine Gemüsemarinade, mit der wir unser Gemüse anmachen können. So, das reicht, glaube ich, auch. Sehr gut. Ah, so sieht er aus, unser Blumenkohl. Und ich sehe nichts mehr. Jetzt! Ist doch super, oder? Ja, Wahnsinn. Und auch das ist wieder ein Rezept, das macht keine Arbeit. Aber dafür viel Eindruck. Und das ist doch das, was wir haben wollen, wenn wir Gäste haben. Soll nicht viel Mühe machen und trotzdem super aussehen und natürlich so schmecken. Und dann kommt ein Teil von unserer Marinade oben drüber und der andere Teil, der kommt getrennt dazu in der Sauciere. Und dazu isst man einfach ein Stückchen Brot. Und jetzt kann man dazu natürlich auch, was weiß ich, Würstchen auf den Grill legen oder ein Steak. Aus der Pfanne. Genau. So, und auf jeden Fall kommt ein bisschen frisches Basilikum drauf. Ja. Und gerne, wenn es noch warm ist, damit es seinen Duft toll entfaltet, auch wenn es darunter vielleicht ein bisschen leidet und dunkel wird. Aber dafür gibt es einen guten Geschmack. Das einfach hier so ein bisschen drüber verteilen, so, damit es das auch ein bisschen benetzen und durchziehen kann. Und den Rest, ja, den tun wir einfach hier. Wir trinken dazu, man sieht es an der Farbe, ein Spätburgunder Rosé, so eine frische Säure, ist natürlich sensationell gut zu so einem deftigen Gemüsegericht. Deftig würde ich es nicht nennen, aber herzhaft. Ja gut, herzhaft, das ist mir wurscht. Aber es ist durch diese Röstaromen natürlich schon sehr kräftig im Geschmack. Und wenn man auf die Sardellen verzichtet hätte, dann wäre es sogar schon wieder vegetarisch oder gar vegan. Und darüber werden sich Ihre Freunde oder die Familie mit vergnügen. Und jetzt packen wir eine ganze Lammschulter aufs Blech. Die Schulter ist nämlich ein Stück, was man sonst schmort. Aber wenn wir es jetzt aufs Blech packen und in den Backofen schieben, dann können wir gleich die ganzen Gemüse, die wir dazu servieren wollen, drumherum packen. Naja, ganz gleich werden wir es nicht machen, weil wir werden es ja wahrscheinlich die Lammkeule doch in ganz heißen Ofen, genau, schieben, einen kurzen Moment, damit, ja, sie außen eine kleine Kruste bildet.
Und dann schalten wir die Hitze runter und können natürlich auch das Gemüse zufügen. Also die liegt jetzt schon mal auf dem Blech, das ist ein wunderbares Teil. Und hier ist eben auf dem Blech genügend Platz noch drumherum für das Gemüse. Und jetzt habe ich den Rest von unserer Gewürzmischung für den Kürbis, die passt auch glänzend zum Lamm, habe ich mit 2 Löffeln Olivenöl verrührt. Und das gebe ich jetzt hier drauf und es wird fest und gut eingerieben. So, Kartoffeln habe ich geschält, jetzt kommt Zwiebel. Jetzt kommt noch ein ganz kleines bisschen Öl rundherum auf das Blech. Und jetzt schiebe ich das ganze Blech schon mal in den Ofen. Der ist vorgeheizt auf 250 Grad Heißluft. Also so heiß, wie er kann. Und auf dieser Temperatur lassen wir ihn erst mal 10 Minuten richtig anbraten. Und erst dann kommen Zwiebeln und Kartoffeln dazu. Und wir schalten die Hitze runter, weil die würden uns ja sonst verbrennen. Und die Zwiebeln schneide ich jetzt in Segmente, das heißt also in solche Kreisabschnitte. Ich mache schon mal die Kartoffeln. Beziehungsweise Kugel, Segmente, sagt man da. Segmente, genau. Und die Kartoffeln natürlich in ähnliche Größe schneiden, also längs halbieren und dann entweder die Hälften noch mal halbieren oder dritteln, je nach Größe der Kartoffeln, sodass sie etwa alle gleich groß sind und vor allen Dingen gleich dick. Dann werden sie nämlich auch gleich gar. Die Knoblauchzehen, ja, so 3, 4, 5. Ja, soll ich nur zerdrücken? Nur zerdrücken, ja. Und derjenige, der gerne Knoblauch isst, der kriegt dann so eine zerdrückte Zehe serviert und die anderen haben nur den Duft davon. Also, jetzt können wir hier in der Schüssel schon mal mischen und ich werde nämlich die Kartoffeln gleich mit ein bisschen Öl benetzen. Das verhindert nämlich auch, dass sie sich... Das stört die Zwiebeln auch nicht. Einfach nur so 2 Esslöffel, das reicht schon. Und einmal schön durchmischen. Und dann läuft es nicht an und dann tut es Ihnen auch auf dem Backblech gut. Was sagt, wie viele das sind? Das ist ungefähr jeweils für... Jeweils 800 Gramm. Ja. Knoblauch natürlich weniger. 8 Personen ist das eine gute Menge. Jetzt schauen wir uns mal die Schulter an. Und die sieht schon mal sehr gut aus. Brutzelt ja richtig. Jetzt so hat sie nämlich schon mal eine richtig schöne Bratkruste bekommen. Jetzt verteilen wir dieses vorgeschnittene Gemüse, Kartoffeln. Ah, pass mal auf, da tue ich noch mal ordentlich Kräuter rein. Ja, das ist Rosmarin, Salbei und Thymian. Und jetzt gibt's hier für das Gemüse noch mal ein ganz bisschen grobes Meersalz. Ich nehme das grobe Meersalz, weil das schmilzt nicht so schnell wie das feine Salz, sodass es nachher vielleicht sogar noch spürbar ist. Und dann gießen wir 1 Liter Wasser an und schalten die Ofenhitze runter auf 140 Grad Heißluft oder 160 Grad Ober- und Unterhitze und lassen jetzt die Lammkeule, die Kartoffeln und alles miteinander ungefähr so 1,5 Stunden garschmoren. Wie viel Heißluft? 140. So, habe ich? Jawohl. Und rein mit dir. Ofen zu. Nach einer Stunde können wir dann noch mal runtergehen auf ungefähr 110 Heißluft, 120, 130 Ober- und Unterhitze. Und jetzt haben wir Zeit, einen Soßenfond anzusetzen. Da braucht man nämlich keinen Brühwürfel oder sowas, sondern man röstet erstmal ein paar Knochen an. Die lässt man sich vom Metzger mitgeben. Den soll er ruhig klein hacken. Das können die Lammknochen sein oder eben auch Kalbsknochen. So, wenn das schön angeröstet ist und sich dort unten Bratensatz gebildet hat, das sind die berühmten Röststoffe, die den Geschmack bringen, dann kommt unser Wurzelgemüse dazu. Möhre, Zwiebel, Sellerie. Ich habe hier Stangensellerie genommen, Sie können aber auch Knollensellerie nehmen. Knoblauch ist jetzt auch noch drin. Und zum Schluss noch eine Tomate. So. Und jetzt können wir eigentlich schon auffüllen mit Wein, Rotwein, weil es ja eine dunkle Soße wird. So. Hey. Noch ein bisschen, ne? Ja, ruhig, mach ruhig alles rein. So, das lassen wir jetzt aufkochen. Dann kommt der Deckel drauf und auf kleinem Feuer eine Stunde auskochen und dann einkochen. Ja, und jetzt kann man mal gucken. Ah, das ist jetzt schön eingekocht. Das tun wir mal weg.
jetzt durch das Sieb abgießen. Und ich halte das mal hier fest. Ja. Und wenn Sie wollen, können Sie das jetzt noch mal auffüllen und noch mal auskochen und noch mal eine Portion Soße. Es gibt noch mal ein kleines Süppchen. So, das kochen wir jetzt noch mal auf und füllen hinzu den Saft, der jetzt noch übrig ist von unserem Backblech. Ja, das sieht gut aus. Nimmst du vielleicht das gleiche drauf? Ja. Vorsicht! Heiß, ja? Ich habe Hausfrauenhände. Oh. Na, sieht das nicht sensationell aus? Und jetzt kannst du das hier herstellen. Und ich brauche noch mal das Sieb. Wo ist es hingekommen? Ja. Jawohl. Und das kochen wir jetzt auch noch mal ein. Und dann mixen wir es auf und haben eine wunderschöne, cremige Soße. So, das reicht. Jetzt brauchen wir natürlich das ordentliche Werkzeug, um das Fleisch auszulösen. Und bei der Schulter ist es immer so, dass man hier eine flache Seite hat. Da kann man das Fleisch entlang dem Knochen schneiden. So. Und dann drehen wir es um. Und dann schneiden wir hier am Gelenk nochmal rein und lösen dieses hier mit aus. Und dann haben wir nämlich hier ein schönes Teil, aus dem wir wunderbare Scheiben schneiden können. Dann werde ich mal Gemüse aufbetten. Ja. Ich sehe nichts mehr, da kommt so viel Dampf aus. Und die Soße wird dann noch aufgemixt. Das duftet köstlich. Mmh. Auch diese Thymian und Rosmarin und Salbei, das ist einfach wunderbar. Und jetzt wird die Soße, ich mache sie gerade mal ein bisschen aus. Stückchen Butter bitte rein. Und wahrscheinlich ist es gut, wenn du mir jetzt noch einen Schuss Essig zufügst. Der bringt noch mal eine gewisse Frische. Probieren. Wollen wir natürlich auch. Ja? Ja? Aber einen kleinen Schuss, nicht so viel. Das, jetzt. Okay. Das war's. Dann geben wir da die Soße drauf. Und die restliche Soße kommt natürlich in der Sauciere getrennt dazu. Ja, sehr schön. Ja, also einfacher kann man viele Leute nicht bewirten. Und jetzt brauchen wir noch den richtigen Wein dazu. Genau. Ich habe hier einen Spätburgunder. Saftig. Genau so möchte man den Lammbraten haben. Zwiebeln, Kartoffeln schmelzen ineinander. Eine schöne Soße gibt es auch. Wunderbares Essen. Ganz besonderen Apfelkuchen versprochen. Der Teig dafür ist jetzt nicht so besonders. Das ist ein Hefeteig, aber der kriegt natürlich auch seinen gewissen Pfiff. Jetzt geben wir erstmal das Mehl in die Rührschüssel. Wie gesagt, ich lasse ja immer die Maschine gerne arbeiten, weil die hat mehr Geduld als ich. Und man muss auch einen Hefeteig immer ordentlich durchkneten. Ein Pfund Mehl habe ich jetzt und wir begnügen uns nur mit einem Drittel Würfel Hefe. Und das sollte man auch tun, weil Hefe raubt Geschmack. Das nimmt einfach dem Teig das Aroma von den Zutaten und dann schmeckt es nur noch nach Hefe. Und das ist ja schade. Also jetzt lösen wir diese Hefe in ein bisschen Milch auf und geben ruhig noch einen Löffel Zucker dazu, damit die Hefe gleich ordentlich feschbar bekommt und anfangen kann, sich zu vermehren. Und dann gießen wir das hier rein in die Rührschüssel und alles mitnehmen, sonst ist von dem Drittel gar nicht mehr genügend da. Dann geben wir hinzu die Eier, die wir brauchen. Zwei Stück reichen auf diese Menge. Und geben außerdem die berühmte Prise Salz. Die will auch ein süßer Teig haben. Und dann lassen wir die Maschine erstmal auf langsamer Stufe vor sich hin arbeiten. Und gießen dabei dann langsam Milch dazu. Jetzt haben wir zwar noch keinen richtigen Teig, aber es fehlt ja auch noch die Butter. Die geben wir jetzt auch in Stückchen dazu. Und ich hätte gerne noch ein Schlückchen Apfelbrand. Moritz, kannst du mir da mal was bringen? Ja. Einfach so ein Gläschen. Und ich gehe jetzt mit der Geschwindigkeit ein kleines bisschen hoch. Wir lassen es noch mal ein bisschen durchwalken. Und den letzten Schliff kriegt der Teig natürlich dann mit der Hand. So, jetzt bin ich ganz zufrieden damit und nehme den Teig raus
Und ich kriege jetzt ein bisschen Mehl von dir auf die Arbeitsfläche, damit ich den Teig noch mal mit Mehl durch, ja, und ruhig hier auch noch mal oben drauf. Und dann kann man den Teig noch mal ordentlich durchkneten. Jetzt könntest du mir noch eine Schüssel bringen, in der ich den Teig jetzt gehen lassen kann. Dazu. Ja. Hier. Jawohl. Und hinein mit dir, ein Tuch drüber. Und an einen Ort stellen, an dem es schön warm ist und nicht zieht. Und dann kommt noch unser Apfelkuchen, den ich hoffe, versprochen habe. Ich hoffe, der ist jetzt so gegangen, dass er nicht weg ist. Gott sei Dank ist er wunderschön gegangen und bildet eine prächtige Kugel. Den holen wir uns jetzt raus. Und legen ihn gleich auf das Backpapier, ein bisschen Mehl ans Nudelholz. Und den rollen wir jetzt so aus, dass er das ganze Blech schön ausfüllt. So, die Äpfel, die werden geschält, dann gefördert, dann wird das Kerngehäuse ausgeschnitten. Ich habe hier die Sorte Mayrac, das ist ein richtiger Apfel für die Winterszeit. So, wir brauchen eine Creme. Ich nehme 200 Gramm Creme Fraiche und 100 Gramm Magerquark. Und dann kommt hinein außerdem 2 Eigelb und ein ganzes Ei. Ja. Und Zucker. 1, 2, 3. Und das wird jetzt schön glatt gerührt. Und jetzt tue ich in die Creme ein bisschen Zimt. Und auf diese Creme richten wir dann unsere Apfelscheibchen an, die Moritz gerade liebevoll herrichtet. Jetzt kommt ein bisschen Zucker drauf und du kannst so lieb sein und hier schon mal ein bisschen Butterflöckchen hier draufsetzen, wo der Zucker bereits sich befindet. Und dann kommt er im Backofen und dann wird er schöne braune Spitzen kriegen. Jetzt in den Ofen. Der ist vorgeheizt auf 185 Grad Heißluft. Und das wäre Ober- und Unterhitze ungefähr 200, 210. Und wenn Sie intensiv backen können, also mit mehr Unterhitze, dann ruhig das einstellen. Und der braucht ungefähr eine gute halbe Stunde. Können wir aufräumen? Da können wir aufräumen. So, jetzt dürfte der Kuchen fertig sein. Ne? Auf den warmen Kuchen kommt jetzt noch ein Guss aus Apfelgelee. Und zwar wird dafür das Apfelgelee mit einem Löffel Wasser gekocht. Das kann man sich leicht merken. Und dadurch entsteht wirklich eine schöne Schicht, die nachher auch glänzt und fest wird. So, jetzt habe ich das schön aufgekocht. Ja. Genau. Und jetzt tragen wir das dünn auf mit dem Pinsel. Und dann sieht man nämlich schon, wie schön das glänzt. Ich will mal auch einen Pinsel. Das kannst du auch. So, sieht es nicht bildschön aus? Ist wunderbar. So, und jetzt lass mal abkühlen. Genau. Und wenn der Kuchen ein bisschen abgekühlt ist, dann schneiden wir ihn in Stücke. So, und dazu gibt es einen Kaffee. Ein kleineres Stück. Und wenn du willst, kriegst du gleich einen. Möchtest du mit oder ohne Rand? Ohne Rand. Echt? Ohne Rand? Hier kriegst du auch eine Gabel. Ja, danke schön. Ich schneide mir einfach mal hier ein kleines Stückchen runter. Und die Creme drunter ist sehr raffiniert. Also, das werden Sie Ihren Gästen auch noch servieren. Und dann haben Sie ein Gästeessen ohne viel Aufwand und ohne viel Arbeit. Bis dann also. Tschüss. Tschüss.